Hände weg von diesem Video. Psst, Vorsicht, brisant. Passt auf. Also, die eine oder andere von euch kennt es ja, das Buch. Hände weg von diesem Buch von Jan van Helsing. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es kennt. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, als ein Kumpel von mir ankam mit diesem Buch zum Skateplatz. Wir waren damals so 19, 20 Jahre alt. Hat das Buch auf den Tisch gelegt und meinte, Jungs, das müsst ihr lesen, das wird alles verändern. Und tatsächlich haben die meisten es nicht gelesen. Die meisten haben gesagt, oh, da halte ich Abstand von, da lasse ich lieber meine Finger von. Und ich war natürlich sofort angefixt. Ich musste das Buch lesen, ich habe es mir ausgeliehen, habe es mir durchgelesen. Sehr, sehr spannend, sehr interessant, was Jan van Helsing damals zu Papier gebracht hat. Und ja, es ist im Grunde alles anders in diesem Buch, als es hier uns in der Welt verkauft wird. Und das war für mich damals wirklich ein Türöffner. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da drin stand, aber die ganze Weltgeschichte ist einfach eine andere. Angefangen mit den mit Atlantis, mit Lemurien. Da ist ja Jan van Helsing damals überall drauf eingegangen. Und es ist so spannend. Dann natürlich die ganzen Tempelritter, die ganzen Orden, die Geheimbünde, alles, was da noch drin steckt. Und dann, ja, die großen Lügen natürlich auch. Also, dass wir hier alle hinters Licht geführt wurden. Und das war damals der Beginn einer ganz, ganz langen Reise, die natürlich immer noch andauert. Und das Spannende ist, dass ich ja jetzt schon ein paar Mal mit Raik Garve gesprochen habe und Raik da noch tiefer reingegangen ist, als ich es damals gegangen bin und so tolle Dinge jetzt wieder auch für mich in meinem Leben an die Oberfläche bringt. Er hat ja diesen Kurs gemacht, die verborgene Weltgeschichte, hat das alles aufgearbeitet. Welch eine unglaubliche Arbeit. Also wer von euch diesen Kurs noch nicht gratis mitgemacht habt, ihr findet den Link hier unter dem Video. Ich finde es wirklich immer wieder schön zu sehen, wie systematisch Raik vorgeht. Das ist eine ganz besondere Stärke, die er hat. Er bearbeitet die Themen wirklich so, dass wir sie alle verstehen können. Was Jan van Helsing natürlich auch super gemacht hat damals. Jan van Helsing macht nur leider keine Interviews. Also, aber Raik macht ja dankbarerweise Interviews. Und das Tolle ist, dass wir wieder ein neues Interview gemacht haben, welches Donnerstag hier auf YouTube erscheint, für den Community-Bereich schon morgen Mittwoch verfügbar ist. Wenn du dich auf funfrieden.de einträgst, kannst du das Ganze dir schon morgen kostenlos anschauen. Das Tolle ist, dass wir jetzt alle eure Fragen gesammelt haben. Also vielen Dank für eure Fragen. Danke, dass ihr so viele interessante Themen reingebracht habt. Und ein Thema ist immer wiederkehrend. Und das ist so wichtig. Und das ist die geistige Aufgabe von Deutschland. Was ist jetzt zu tun? Was ist unsere Rolle? Unsere Rolle hier im deutschsprachigen Raum. In diesem ganzen Prozess. Und das fängt schon mit Schiller, mit Goethe an. Solche Persönlichkeiten, die haben schon darüber geredet. Und es wird weitergeführt von Peter Dönhoff, der Meister, der was dazu sagt. Omar Mikhail Ivanov sagt was dazu. Rudolf Steiner sagt was dazu. Und das alles wird aufgearbeitet und auf Papier gebracht, auf den Tisch gelegt. Und dann können wir sehen, was machen wir damit? Was machen wir mit unserer Aufgabe? Es ist ein sehr, sehr großer Block in dem Interview. Ich muss sagen, wahnsinnig brisant natürlich irgendwo auf der einen Seite, weil wir dürfen ja nicht über diese Themen reden. Es wird uns ja wirklich fast schon einen Maulkorb angelegt, über diese Themen zu reden. Und es ist auch etwas, was mir nicht einfach fällt, weil die Stimmen sind einfach überall, die das kritisieren. Ich war damals in meiner Jugend eine zeitweise so ein Punker und dann natürlich auch, ja, wie so Punker halt sind, antikapitalistisch, antideutsch eigentlich schon, kann man sagen. Sehr, sehr traurig, aber man bekämpft einen Teil in sich selbst. Man bekämpft im Grunde sich selbst. Und das tut weh, aber das ist in Deutschland ja ganz normal scheinbar, dass wir uns selbst bekämpfen und uns selbst irgendwelche Fesseln auflegen. Auch diesen Punkt hat Raik ganz wunderbar in dem Interview ausgeführt, dass wir uns letztlich selber gefangen halten und dass letztlich auch wir uns befreien müssen.
Das kann keiner von außen machen, das müssen wir alle selber machen. Wir müssen da zusammenhalten und uns befreien. Und diesen Punkt finde ich so wichtig und deswegen dieses Interview halte ich für sehr wichtig, dieses Gespräch. Ich hoffe, du schaust rein, ich hoffe, du teilst es und machst es zum Thema in dem Kreis, in dem es sich angemessen anfühlt und dass wir gemeinsam ein Gefühl entwickeln, eine Zugehörigkeit entwickeln und eine Kraft entwickeln, die genutzt wird, um jetzt diese Aufgabe, die wir haben, scheinbar haben wir ja wirklich diese Aufgabe, weil viele spirituelle Meister reden davon und überall gibt es solche Zeichen, dass wir die erfüllen. Und dafür müssen wir zusammenarbeiten und dafür müssen wir jeder auch individuell an uns arbeiten, weil sonst funktioniert das nicht. Es ist Wahnsinn, es ist der unglaubliche Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Aber wir müssen das ernst nehmen, weil wie kann man etwas, was Peter Dinhoff sagt, was Amram Mikhail Ivanov sagt, was Rudolf Steiner sagt, was Schiller sagt, was Goethe teilweise auch sagt, ich habe es jetzt nicht genau bei Goethe im Kopf, aber bei den anderen vielen habe ich die ganz konkreten Aussagen, was die sagen, das kann man nicht einfach wegignorieren. Da kann man sagen, was man will, aber da muss man weiter reingehen. In dieses Thema müssen wir rein. Und auch wenn es nicht so gerne gesehen wird von vielen, auch wenn man da vielleicht Gegenwind bekommt, ja, die Frage kam in den Chat. Ihr habt sie gestellt und wir haben sie zum Thema gemacht. Reik hat dann ganz tolle Einführung gemacht und wir werden noch weiter reingehen. Ihm hat dieses Interview auch sehr gefallen. Er hat es mir extra nochmal gesagt. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Nehmt an dem kostenfreien Online-Seminar von Reik teil, um da tiefer reinzugehen, um zu schauen, wie ist das denn alles auch entstanden. Das ist auch so wichtig zu verstehen, dass wir einmal die jetzige Situation nehmen, wie ist sie, dann gehen wir in die Vergangenheit zurück, schauen, was hat alles dahin geführt, welche Kräfte, Mächte sind hier am Werk und warum. Und dann im nächsten Schritt, dass wir die Verantwortung übernehmen und in die Zukunft blicken und sagen, hey, jetzt geht's los. Jetzt arbeiten wir hieran, die Aufgabe anzunehmen, zu erfüllen. Ja, und gemeinsam das machen, was von uns erwartet wird, damit die ganze Welt, und das werdet ihr im Interview erfahren, warum das alles so wichtig ist, den nächsten Schritt machen kann. Denn jetzt muss hier etwas erledigt werden. So scheint es zu sein. Also, schaltet ein. Ich freue mich drauf. Ich danke euch. Schön, dass ihr immer dabei seid. So viel kommentiert. Es ist wirklich eine wahre Freude. Macht weiter so. Lasst uns im Kontakt bleiben. Bis bald. Euer Felix.